Was ist eigentlich die perfekte Fangzeit, um auf Zander zu angeln? Ich habe zwar keine Uhr gerade an, aber ich möchte euch heute mal ein bisschen was erzählen zum Thema Beißzeit. Hi, mein Name ist Garrett von Sport & Fishing und genau darüber sprechen wir heute. Lasst uns also sofort nach dem Intro starten. Okay. Was ist jetzt also die beste Zeit, um auf Zander zu angeln? Die beste Fangzeit, die beste Beißzeit? Zuerst möchte ich mit euch ein bisschen über die Jahreszeiten sprechen, dann sprechen wir allgemein über Beißzeiten und danach zu guter Letzt über eigene Erfahrungen und was auch gute Uhrzeiten sind. Also starten wir mal mit den Jahreszeiten. Erst einmal ist es klar, dass jede Jahreszeit ein bisschen anders ist. Jede Jahreszeit tickt ein bisschen anders und dementsprechend auch das Verhalten der Zander. Eine sehr, sehr gute Jahreszeit oder ein paar sehr, sehr gute Jahreszeiten, die ich euch empfehlen möchte, ist einmal die Zeit direkt nach der Schonzeit. Eigentlich logisch, denn dort habt ihr Fische, die wochenlang nicht gefressen haben, die durch ihr Laichgeschäft extrem angestrengt sind und jetzt einfach auf der Suche nach euren Ködern sozusagen sind. Das ist also eine sehr, sehr gute Zeit, im Frühsommer auf Zander zu angeln. Den ganzen Sommer über ist es auch eine ziemlich gute Zeit, auf Zander zu angeln, weil ihr halt hohe Temperaturen habt. Zander lieben eigentlich hohe Temperaturen. Das ist auch ein Grund, warum Zander sich sehr, sehr gut in Spanien, Italien fortpflanzen können. Aber es gibt natürlich auch den Nachteil, dass der Sauerstoffgehalt meistens ein bisschen höher ist und in vielen Stillgewässern ist der Sommer damit nicht immer so die beste Jahreszeit. Richtig gut ist eigentlich immer der Herbst. Der Herbst ist so die Top-Raubfischzeit allgemein. Man sagt so von der Theorie her, dass die Zander bzw. die Raubfische sich so richtig den Wanz nochmal vollfressen für den Winter. Und der Winter ist dann im Grunde einer der schlechtesten Jahreszeiten. Da braucht ihr so richtig Ausdauer. Und wenn du gerade anfängst, auf Zander zu angeln, du hast deinen Angelschein gemacht, möchtest zum ersten Mal Spinfischen, dann ist der Winter vielleicht nicht die allerbeste Zeit, um zu starten, weil es kann sein, dass du wirklich tagelang gar nichts fängst und das kratzt natürlich an der Motivation. Wenn du also anfangen möchtest, auf Zander zu angeln, dann tu das am besten jetzt im Herbst. Kommen wir als nächstes zu der Beißzeit. Was ist das eigentlich? Eine Beißzeit ist im Grunde die Zeit, in der die Fische wirklich aktiv rauben, aktiv jagen, beziehungsweise ein Großteil der Fische jagt aktiv. Denn jeder von euch, der mal mit dem Echolot auf dem See irgendwo war, der sieht, dass es unfassbar viele Fische eigentlich gibt, aber nur ein Bruchteil von diesen Fischen beißt auch wirklich. Das heißt, im Grunde fangen wir als Angler meistens die Fische, die auch aktiv jagen wollen, die auch wirklich fressen wollen. Klar, es gibt immer so Ausnahmesituationen, da fangen wir auch mal einen Fisch, der zufällig aus der Gegend gerade kommt und gerade fressen möchte oder eigentlich nicht fressen möchte und der Köder schwimmt genau vor der Nase. Aber die Beißzeit ist im Grunde die Zeit, in der der größte Anteil der Fische anfängt zu rauben. Und das ist beim Zander meistens morgens sehr, sehr gut. Und auch abends. Und abends möchte ich euch die Zeit eine Stunde vor der Dämmerung und eine Stunde nach der Dämmerung empfehlen. Aber was ganz, ganz wichtig zu beachten ist, jede Beißzeit ist ein bisschen anders. Jedes Gewässer tickt ein bisschen anders. Es ist also super schwierig zu sagen, ja, um 12 Uhr könnt ihr eigentlich super gut auf Zander angeln. Jedes Gewässer ist da ein bisschen anders und deshalb musst du für dein Gewässer herausfinden, was deine Beißzeit an diesem Gewässer ist. Und auch das kann sich über die Jahre verändern und auch über die Jahreszeiten. Vielleicht ist es zum Beispiel so, dass gerade im Herbst mittags um 15 Uhr eine Beißzeit ist, die dann eine Stunde geht und super gut ist. Und in dieser Zeit fängst du einen Fisch nach dem anderen, was auf jeden Fall sein kann. Und dann hört das Ganze wirklich plötzlich abrupt wieder auf. Und das ist einfach die Beißzeit, die dann auch zu Ende geht. Das Beißfenster schließt sich sozusagen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du für dein Gewässer die Beißzeit herausfindest und die auch ausnutzt. Und wenn du wirklich dann mal am Gewässer bist, dann bist du auch selbst sicherer, wenn diese Beißzeit nicht ist. Weil dann sagst du dir ganz einfach, okay, dann fressen die Fische gerade nicht. Ich habe alles probiert, was ich konnte. Wenn jetzt kein Fisch beißt, dann liegt es auch vielleicht einfach an diesem Beißfenster, was sich geschlossen hat. Macht überhaupt nichts. Setzt das Ganze einfach aus, bis dann vielleicht wieder eine potenzielle neue Beißzeit sich öffnet, wie zum Beispiel eine Stunde vor der Dämmerung oder eine Stunde nach der Dämmerung. Das ist allgemein so eine gute Beißzeit, die an vielen Gewässern sehr, sehr gut ist. Der wichtigste Tipp, den ich euch also heute in diesem Video mitgeben möchte, ist, dass ihr keine pauschalen Aussagen akzeptieren solltet. Es gibt nicht die eine Beißzeit, es gibt nicht die eine Uhrzeit, die wirklich immer gut ist. Jedes Gewässer tickt ein bisschen anders und du musst für dich herausfinden, was jetzt die allerbeste Beißzeit an deinem Gewässer ist. Und das erfährst du nur, wenn du viel angelst, wenn du viel am Wasser bist, wenn du zu unterschiedlichen Uhrzeiten am Wasser bist und das Ganze für dich einfach auswertest. Falls du das Video jetzt also gerade zu dieser sehr guten Jahreszeit, nämlich dem Herbst, siehst, dann haben wir was richtig Cooles für dich vorbereitet bei Sport & Fishing, denn aktuell haben wir das neue Herbst-Hörbuch für euch rausgebracht. Und zwar ist das ein komplettes Hörbuch, was dir Schritt für Schritt zeigt, wie du jetzt deine Zander im Herbst
angelst, wie du sie fängst und was du da beachten musst. Da sprechen wir unter anderem auch über sehr gute Beißzeiten und wir sprechen über weitere sehr gute Tipps, wie zum Beispiel richtigen Stellen im Herbst, was du beachten musst, wenn es auch früher dunkel wird, was gute Ausrüstungsgegenstände jetzt beim Zanderangeln im Herbst sind. Und zusätzlich haben wir für alle von euch, die sich dieses Hörbuch sichern, noch das komplette E-Book erstellt, was ihr gratis obendrauf bekommt. Das haben wir dieses Mal einfach als kleine Aktion für euch gemacht. Das heißt, aus diesem Hörbuch haben wir für euch ein Buch gemacht, was ihr euch ganz einfach auf euer Handy laden könnt. Und alle, die letztes Jahr sich zum Herbst dieses Hörbuch gesichert haben, die kriegen sowieso nochmal komplett kostenlos dieses E-Book hinterhergeschossen. Das schicken wir euch einfach zu, weil wir einfach diese Aktion machen und das natürlich fair ist für alle Käufer, die das Hörbuch früher gekauft haben. Die kriegen jetzt dieses Mal auch nochmal das E-Book komplett gratis obendrauf. Also, wenn du Bock hast, bei dieser kleinen Herbstaktion dabei zu sein, dir dieses Hörbuch zum Zanderangeln im Herbst zu sichern, dann klick ganz einfach hier unten auf den Link in der Videobeschreibung. So, ihr Spartaner, wie sieht es bei euch jetzt aus? Habt ihr für euch eure entsprechenden Beißzeiten bereits herausgefunden und wie habt ihr das eigentlich gemacht? Schreibt das gerne mal hier unten in die Videokommentare, da würde ich mich freuen über einen kleinen Austausch und in dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß am Wasser, eine tolle Zeit am Wasser und ein kräftiges Au, euer Garrett von Spartan Fishing. Ciao!